Hallo liebe Bierfreunde von da und fern und willkommen bei einem neuen Top 10 Video und zwar mit den Winterböcken Saison 2020. Wir haben ja gesagt, wir teilen das Ganze ein bisschen auf, einmal in die Winterbiere, die normalen Festbiere, Weihnachtsbiere, Winterbiere, Christkindlmarktbiere und einmal in die Starkbiere, Schrägstrich, Bockbiere. So, deswegen habe ich es so ein bisschen aufgeteilt. Handelt sich fast ausschließlich um Winterböcke. Passt auch ganz gut. Wir haben 10 insgesamt auf der Liste drauf zu stehen. Kann ich irgendwas als Fazit sagen? Ja, war spannend. Große Überraschungen. Naja, dass es so ist wie bei den Winterbieren mit dem Ketterer. So eine krasse Überraschung blieb aus. Aus diesem Grund auch keine Krone-Bewertung in dem Sinne. Also ein Winterbockbier hat keine Krone-Bewertung bekommen. Das höchste war 5 von 5 Punkte, 5 plus von 5/6 möglichen Punkten. So, ja, bevor wir uns verhaspeln, fangen wir einfach mal an, die 10 Kandidaten hier reinzuhalten. Und zwar von allen, die wir getestet haben, haben wir auf Platz 10, und es gibt eigentlich nicht wirklich eine Empfehlung, ich halte es nochmal rein, das Pilsator ungezähmt 6.0. Auf Pilzbierbasis aufgebaut das Ganze. Was ist das? Ist das ein Starkbier? Ist das ein Bockbier? Ich habe keine Ahnung. Das ist sehr speziell, das Ganze. Ich habe es jetzt mal mit in die Liste aufgenommen. Muss jeder selber wissen. Probieren kann man es auf jeden Fall. Ein-, zweimal im Jahr trinken auch. Aber das ist schon irgendwie so ein spezieller Kandidat. Deswegen taucht er auch in der Liste zweimal auf. Einmal bei den Winterbieren, einmal aus bei den Bockbieren. Weil mit 6% Umdrehungen bewegen wir uns genau an der Grenze, was ein Starkbier ist. Also eigentlich ist das hier noch so im grünen Bereich, sodass wir da nicht eigentlich im Starkbiersektor drin sind. Aber ich nehme ihn mal mit auf, weil er eben auch im Geschäft bei den Winterbieren stand. Deswegen ziehen wir ihn einfach mal mit rein. Mein Platz Nummer 10 ist jetzt nicht wirklich der Hit, muss ich sagen. So, kommen wir gleich zur 9. Was haben wir denn da? Ja, da haben wir diesen Kandidaten hier. Schlappe Seppel Winterbock. Ja, hell und kräftig. Auch ein bisschen spezieller das Ganze. Hebt sich auf jeden Fall auch meines Erachtens deutlich ab von seinen Artgenossen. Das ist übrigens bei dieser ganzen Bockbier-Thematik anscheinend der Fall. Damit müssen wir uns auf jeden Fall 2021 noch mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Was kann ich hierzu sagen? Er schmeckt gut. Dementsprechend haben wir ihn auch bewertet mit 4/5/6 möglichen Punkten. Allerdings, er bleibt nicht lange in Erinnerung. Also das ist so, den trinkst du weg, das kannst du trinken, kein Problem, holst du 2, 3, 4 Stück. Aber das ist jetzt nicht ein Bier, sage ich mal, wo ich sage, das bleibt wirklich lange im Gedächtnis. Deswegen ist es auch ein bisschen weiter hinten auf der Liste gelandet, der Schlappe Seppel. Übrigens, die Werbung ist ganz witzig, die schon ein bisschen verstörend einerseits, aber wird irgendwie schlicht gemacht, aber irgendwie trotzdem witzig. Ja, danke nochmal an den Michael, der hat mir das ja geschickt, diesen Werbespot von Schlappe Seppel Winterbock. Ja, schon interessant, könnt ihr euch mal angucken. So, die nächste Geschichte, ja, die war interessant. Die war wirklich interessant. Hier habe ich auch wirklich, das war so mit eines der schwierigsten Biere, wo ich nicht wusste, auf welche Position ich setzen soll. Wir sind jetzt nämlich beim Platz Nummer 8 gelandet und da ist hier dieses Pfungstädter St. Nikolaus, das Bockbier zum Fest gelandet. Freunde, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Bockbier getrunken, was so mild war und eigentlich eher einen Charakter von einem Malztrunk hatte und von irgendeinem Schwarzbier, wie dieses Winterböckchen hier von Pfungstädter, St. Nikolaus. Das ist somit das mildeste Bockbier, was ich je getrunken habe. Also das hat 6,9%, also da war diese Geschichte hier stärker als das hier. Das war wirklich so weich, so erfrischend und so von der Textur an einen Schwarzbier oder Malztrunk angelehnt. Ich hätte eine Blindverkostung locker verkackt, weil ich hätte niemals mitgerechnet, dass dieses hier ein Bockbier ist, weil alle typischen Merkmale eines Bockbieres hier nicht drin enthalten sind. Sehr mild, sehr angenehm, sehr erfrischend. Das ist speziell, das ist exclusive. Das hebt sich wirklich deutlich von allen anderen ab. Ja. Aber in der Thematik Festbier, und das ist auch das, was wir im Video ja gesagt haben, da ist es so ein bisschen fraglich, weil man geht, glaube ich, mit anderen Erwartungen an so ein Winterböckchen ran, oder? Und das ist halt so dieses Spezielle. Deswegen ist es aus diesem Grund auch nur auf Platz 8 gewandert. Normalerweise hätte ich es, wie gesagt, gerne höher gesehen. Platz 6 oder Platz 5, weil ich mag diese speziellen Sachen, die wirklich positiv speziell sind.
Und ich fand, es war wirklich richtig lecker. Das war ein richtig leckeres Bier, was man so halt nicht kennt. Und das ist schon eine tolle Sache, finde ich. Aus diesem Grund, ganz klar, musste mit rein in die Top 10. Aber aus besagtem Grund, weil man sich einfach unter einem Festbier bzw. Bockbier einfach was anderes vorstellt. Da will man ja gerade so dieses etwas bockige, dieses ruppige, kräftige, gehaltvolle haben und nicht so ein erfrischendes Malztrunkgetränk. Aber der Alkohol da drin ist natürlich nicht zu unterschätzen. Da gehst du mit der Karpfen singen, wo ich sage, ne? Wisst ihr Bescheid. So, machen wir mit dem nächsten weiter. Ja, das war das jetzt wirklich eine Enttäuschung gewesen. Platz Nummer 7, sagen wir mal so, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Hier, Bad Santa Christmas Special. Das war diese Geschichte mit diesem Weizenböckchen hier gewesen. Ja, ein Weihnachtsbock, den sie da rausgebracht haben. Ja, es ist okay, es ist okay. Es ist wieder mal so diese spezielle hier, diese Edition 2020 aus dem Kalea-Kalender. Aber letztendlich bleibt es auch nicht lange in Erinnerung. Das ist auch so, ja, mein Gott, also da hätte man ja wirklich für ein Fest noch ein bisschen mehr raushauen können. Noch ein bisschen mehr Mut zur Innovation, noch ein bisschen was Spezielleres. Mein Gott, wir wissen doch, dass es geht. Wir wissen doch, dass es geht. Aus diesem Grund auch hier eher weiter hinten in der Liste gesammelt. Also ich versuche das mal so ein bisschen aufzubauen. Also das hier richtig speziell, also muss man mögen. So, was ist das? Schmeckt nach Holz und irgendwie nach vermodert und so. Ganz merkwürdige Geschichte. So, hier lecker, aber austauschbar. Hier sehr speziell das Ganze, aber richtig lecker und erfrischend. Hat halt nur wenig mit einem Bock zu tun. Hier muss ich auch sagen, austauschbar, verhält sich genauso wie hier die Schlappesäppel-Geschichte. So, damit sind wir auch schon bei Platz Nummer 6. Und jetzt wird's interessant. Den hätte ich gerne höher gesetzt. Aber ich wollte mir die Schmach auf diesem Kanal hier tatsächlich ersparen, bevor wieder diese Anti-Discounter-Fraktion hier auftaucht und sagt, ja, wie kannst du denn immer nur die Billigbiere so hypen und so. Aber wenn was gehypt werden muss, dann muss es auch gehypt werden. Und bei euch in den Kommentaren habe ich es ja auch gelesen, dass ihr dieses Bier auch abfeiert. Aus diesem Grund, wenn man sich jetzt mal alles so anschaut, so die ganzen Rezensenten, die dieses Bier getrunken haben, die werden zwar sagen, ja, Billigbier, aber hey, das schmeckt ja doch richtig gut. Und genau das ist so ein Kandidat. Hier Schultenbräu Winterbock aus ja, Brandenburg, ne, Frankfurter Brauhaus. Gibt es im Aldi Nord, nee, im Aldi Süd, ob es im Aldi Nord gibt, weiß ich nicht. Ich bin glücklich darüber, diese Erfahrung gesammelt zu haben. Nicht nur, dass mich das Dosendesign total antriggert, das ist schon wieder Black Metal hier, das ist geil. Und geschmacklich hat es auch einiges zu bieten. Also da merkt man schon, da sind leckere Aromen drin, ob es die Schokolade ist, ob es dieser sehr intensive Malzkörper ist. Und das ist irgendwie harmonisch. Für dieses kleine Geld, für diesen kleinen Geldbeutel bekommt man hier richtig geile Qualität und einen hocharomatischen Geschmack. Das braucht sich nicht zu verstecken hinter manch handwerklichen kleinen Brauerei. Dass es hier Industriestandard ist und Massenprodukt für den Massengeschmack, das ist klar, Freunde. Deswegen bewegen wir uns ja auch hier in der Kategorie Discounterbiere. Aber unter den Discounterbieren ist das mein Platz Nummer 1. Das ist Platz Nummer 1. Es ist das beste Winterböckchen, wo ich sagen würde 2020, was in der Kategorie Discounterbiere rausgekommen ist. Und ich mache es nochmal betont. Kategorie Discounterbiere, das Beste. Ja? Deswegen, da könnt ihr ohne Probleme in den Einkaufswagen packen. Da habt ihr Freude mit. Für mich eine gute Überraschung gewesen. Dunkles Starkbier, kräftig, malzig und vollmundig. All das kann ich unterstreichen. Schaut euch mal das Einzeltasting an. Ich war positiv überrascht. Und ja, ich schließe mich der Mehrheit an, die sagt, hey, das war ein super Bier 2020. Überraschungskandidat. Absoluter Überraschungskandidat. Der hat mir richtig gefallen. Und ja, der hebt sich sogar von diesen noch ab im Bereich Qualität. Und hallo, da bewegen wir uns mal wieder beim Discounter. So, und damit kommen wir zu Platz Nummer 5. Wir haben die Hälfte erreicht. Da geht es ein bisschen nach Baden-Württemberg. Und zwar, da erinnern wir uns auch, da gab es das ein oder andere Interessante, so wie hier von der Familienbrauerei Bauhöfer, der Ulmer Winterbock mit diesem tollen Etikett. Ganz klar, passt auch in die Top 10 mit rein. Und da sind wir auf einem richtig stabilen Platz Nummer 5. Meines Erachtens ist hier alles richtig gemacht worden. Ja, der Harry hat nochmal bestätigt, dieser Schraubverschluss oder generell diese Verschlüsse, was dort die Brauerei immer macht, das war schon immer so. Die Kunden wollen das wohl auch so haben. Ich finde es ein bisschen speziell, aber okay. Ja, grundauf solide, so stellt man sich ein Winterbockbier vor.
da gibt es eigentlich nichts zu kritisieren. Schön harzig, schön saftig, schön kräftig, vollmundig, wunderbar. Kannst den Einkaufswagen reinpacken, nimmst du mit. Das ist auf jeden Fall so ein Bier, was du mit Freude hast. Da kannst du auch zwei oder drei trinken über meinen längeren Zeitraum. Da wirst du keine Probleme haben. So, die große Überraschung, der Wow, Surprise, das bleibt natürlich aus. Aus dem Grund gab es auch keine Krone-Bewertung für dieses Bier. Aber das ist süffig, das ist okay, das kann man trinken mit 7,5%, kaum Alkoholkante, passt auf jeden Fall. So, und damit haben wir die ersten, sage ich mal, 5 fertig. Also, zur Wiederholung, ganz speziell muss man mögen diesen modrigen Geschmack, was das sein soll, keine Ahnung. Hier, Schlappelseppel, ist grundauf solide, kann man trinken, ist lecker, aber austauschbar. Hier, für ein Schwarzbier, für ein Malztrunkgetränk, perfekt, richtig gut. Hat nur wenig mit einem Bockbier zu tun. Also das ist so mild, dass du nicht glaubst, dass es ein Bockbier ist. Bad Santa war 2020 eher eine kleine Enttäuschung. Da hätte ich mir ein bisschen mehr und dann Weizenböckchen vorgestellt. Ist okay. Die größte Überraschung im Discounter, ganz klar, ganz weit vorne, das Schultenbräu Winterburg. Hammergeile Dose, Hammergeschmack, Top-Aromen, kaum Alkoholkante. Super. Möchte ich noch kurz erwähnen, wer das hier mal abgleichen möchte mit Lidl, mit dem Perlenbacher Stark, da merkt er den Unterschied in Sachen Qualität. So macht man es richtig, so wie Perlenbacher das gemacht hat, so macht man es falsch. So, und dann haben wir noch eine grundauf solide Nummer. Ja, ganz klar, der Ulmer Winterburg, der geht auf jeden Fall klar. Das ist schon eher so gehobenere Qualität, sage ich mal. Geht wunderbar. So, ich räume mal eben ab, dass wir Platz haben für die nächsten 5. Es ist verrückt. Was war da bloß los gewesen, du? Oh, ja, die Dose hebe ich auf. Die stelle ich mir ins Regal rein. Ja, die ist evil, die ist Black Metal, das mag ich. So, Achtung, es geht weiter. Platz Nummer 4, Freunde. Kommt in einer richtig schicken Gourmet-Aufmachung daher. Bam, da ist er nämlich. Ja. Eisbergchen, ja, Bauhöfers Eisburg. Edition 2020 unfiltriert. Ja, dass das was Edles ist, ist glaube ich klar. Das wird auch seinen Preis haben. Hier geht der Dank nochmal raus an den Harry, der es mir hat ermöglicht. Eisböckchen hatten wir noch nicht ganz so viele hier auf dem Kanal und passt natürlich super in die Jahreszeit rein. Und so war ich auch überrascht gewesen, ne, dass ich da ja doch noch in diesem Jahr dieses Böckchen da probieren kann, diesen Eisbock. Eisbock selber ist klar, ist immer ein bisschen kräftiger, richtig gehaltvoll, richtig vollmundig und sättigend und teilweise sogar ein bisschen scharf. Das war hier nicht gewesen, auch wenn es ein bisschen hoch, in Anführungsstrichen, hochprozentiger ist oder mehrprozentiger ist. Dennoch ist er recht bekömmlich gewesen. Ansonsten hätte ich euch das schon mitgeteilt, wenn ich sage, oh, der war aber unbekömmlich. Und immerhin mit 9,5% Umdrehungen ist es schon ein bisschen kräftigere Geschichte. Geschmacklich ist genau das, was man erwartet. Schön saftig, schöner Malzkörper, richtig schön harzig das Ganze. Das merkt man auch, dass es schon fast ein bisschen ölig ist. Fruchtig, aber trotzdem zugleich. Das war auch hier die große Überraschung gewesen, dass ich gesagt habe, Mann, das ist ja schon mal interessant, das ist ja schon mal richtig fruchtig. Und so, glaube ich, stellt man sich das eigentlich auch nicht vor. War ein bisschen irritierend gewesen, dennoch aber Top-Qualität, das ist Premium, das ist was für die Festtage, das ist was zum Genießen, für die Abendstunden mit Familie zusammen. Buonissimo. Also eine richtig tolle Sache. Und deswegen ganz klar verdienter Platz Nummer 4. Nur eins ist auch klar, das nimmst du nicht als Wegbier, das nimmst du nicht zwischen der Pizza oder so, sondern das brauchst du halt Zeit für. Und deswegen ist es natürlich nicht alltagstauglich und deswegen ist es auch nicht auf der 1 gelandet, sondern ja, eher auf der 4 halt. Ne? Aber top, super. So, jetzt sind wir auf dem Siegertreppchen. So, Siegertreppchen wird nochmal richtig spannend, aber auch kompliziert. Siegertreppchen. Ganz klar, musste unbedingt drauf, musste einfach drauf. Ein Bier, was schon 2019 gehypt worden ist. Komplett. 2019 waren sie alle verrückt nach dem Bier, haben sie richtig rausgetragen. So, 2020, genau das Gleiche. Ich habe die Gelegenheit gehabt, es zu probieren, es beziehen zu können. Die Rede ist ganz klar von Hyped Bitburger oder Bitburger, Burger Winterbock. Bäm, aus der Steini, da ist es. Freunde, was soll ich sagen? Überraschend. Sehr überraschend. Also das ist so ein Kandidat gewesen. Industriestandard, Großbrauerei, Massengeschmack. Und dass hier Bitburger
wieder was rausgeballert hat, da wo man sagt so, krass ey, was kommen die auf Ideen? Die kommen auf Ideen. Mut, Innovation, wir probieren mal was Neues mit den ganzen Hopfensorten da drin. Das Ganze schmeckt ja schon wirklich fast wie ein Ale mit 7%, verdammt geil ausbalanciert. Und das ist super, Leute. Vom Etikett her geil. Und ich muss sagen, für einen Industriestandard, mein persönlicher, subjektiver Liebling, hätte ich am liebsten auf Platz 1 gewählt. Auch die beiden hier, wenn ich die gegenüber halte, klar, da merkt man Unterschiede in der Textur, aber das waren so die zwei wirklich Überraschungen. In dieser gesamten Liste sind diese beiden wirklich Überraschungen gewesen. Und ich kann absolut diesen Hype um dieses Bier hier verstehen. Die haben was Gutes gemacht. In der Kategorie Industriestandard, ganz klar, Daumen hoch. Sehr, sehr lecker, gefällt mir. Große Überraschung. Mein Platz Nummer 3 muss da auf Siegertreppchen mit drauf. So, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben keine Winterböcke mehr. Naja, zumindest haben wir aber noch ein paar Biere, die wir jetzt im Winter getrunken haben, die auch Bockbiere sind. Und da machen wir jetzt einfach mal weiter. Und zwar mit dem hier, das wir erst kürzlich getestet haben. Weinstefana Corbinian. Corbinianus. Da ist es. Doppelbock aus dem Hause Weinstefana. Was soll ich sagen? Weinstefana steht einfach für Qualität, für Anspruch, für leckere, sehr, sehr hochwertige Biere. Und das haben wir auch bekommen. Und aus diesem Grund ist klar, auch wenn da jetzt nicht Winterbock draufsteht, sondern das, was wir eigentlich mit dem traditionellen Doppelbock zu tun haben, den wir auch außerhalb der Festtage trinken könnten, weil das gibt's ja. Nur man trinkt diese schwereren Biere eben ja eher im Winter, deswegen habe ich ihn jetzt mit reingenommen in die Liste. Seht es so, würden wir eine Top 5 machen, würde das auf Platz 1 landen, ja? Dann wäre das mein Platz 1, wenn wir das in die Top 5 machen würden. Da wir aber eine Top 10 machen und wie gesagt versuchen, möglichst alles abzudecken, nehmen wir diese Weinstefana-Geschichte hier noch mit rein. Und das ist ganz klar mein Vize, mein Platz Nummer 2. Hochwertiges Bier, qualitativ top, geschmacklich top, schönes Aroma, 5 von 5 Punkte Bewertung, sagt alles, finde ich geil. Sitzt man zwar ein Weilchen dran, aber von den Aromen, das ist schon lecker, ne? Das ist schon wieder ein Leckerli. So, nun mit sind wir schon beim Platz 1. Und ja, wen soll es groß wundern, was darf da nicht fehlen? Natürlich. Verzeihung, das zweite Weihenstephaner und zwar das Vitus und damit haben wir es mit diesem Weizenbock zu tun. Muss ich sagen, hat mir, auch wenn es jetzt vom Bierstil her was anderes ist, aber es ist ja eben auch ein Böckchen jetzt in der Winterzeit, hat mir diese Weizengeschichte noch ein bisschen besser geschmeckt. Da muss ich sagen, war das Vitus noch ein ganz, ganz kleines bisschen süffiger, wo ich gesagt habe, boah, doch, das ist schön harzig, das ist schön lecker. Und deswegen ist der Weizenbock bei mir auf Platz 1 gelandet aus dem Hause Weinstefana. Und was soll ich sagen, Freunde? Wieder einmal hat es ein Weinstefana auf Platz 1 in meiner Liste geschafft. Weil wir erinnern uns, bei den Helden war das auch so gewesen. Also das ist schon eine tolle Brauerei, muss man ganz klar sagen. Große Überraschung, was soll ich sagen? Ja, war klar, wieder mal Bayern und Baden-Württemberg. Die beiden da unten im Süden, die machen wieder mal, was Biere angeht, da drin. Also langsam wird es kritisch. Also wenn wir da nicht mal nachholen, ne, dann weiß ich nicht, dann die überholen uns. Das ist krass, die machen so krasse Biere da unten in Bayern und Baden-Württemberg. Top, Leute, richtig top. Ich bin mal gespannt, was die Endliste dann ergeben wird, wo die besten Biere aus Deutschland herkommen. So, gut, Platz 1, Platz 2, Platz 3, wenn wir eine Top 5 machen würden, weil da steht jetzt nicht Winterbier drauf, würde ich dann das hier auf Platz 1 wählen, wenn wir Top 5 machen würden, ja. Ja, ich, Mathematik und so, ne, ich habe mich nicht verrechnet. Wer sich jetzt fragt, Moment mal, Biersüffler, da war doch noch was anderes aus dem Hause Meisel und so, ne. Ja, richtig, Freunde, hier. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Steht auch nicht Winter drauf. Auch das hier müsste man das ganze Jahr über beziehen können. Das ist übrigens die einzigste Krone-Bewertung. Und jetzt wird auch klar, warum ich gesagt habe, wenn wir eine Top 5 machen würden. Weil normalerweise wäre dann das Platz 1, Platz 2, Platz 3, Platz 4. Ja? Also ihr seht schon, wo die Problematik herrscht. Wir hatten einfach zu wenig Biere, wo Winter halt mit im Titel drin ist. Deswegen hatten wir die ja so ein bisschen extra, aber ich wollte jetzt nicht extra noch ein Video machen.
wenn man die beiden jetzt gegenüberhalten würde, alles drei Bockbiere. Also ich glaube, man merkt nochmal einen qualitativen Unterschied. Das hier ist nochmal eine ordentliche Schippe aromatischer, hochwertiger als das hier dann. Ja? Das merkt man dann auch. Das ist aber auch ein ganz anderer Bierstil wieder. Da sind ganz andere Sachen mit bei. Das darf man auch nicht vergessen. Deswegen, es ist immer schwierig, wenn man unterschiedliche Texturen, unterschiedliche Bierstile hat und die versucht in eine Liste unterzubekommen, so eine Top-Liste. Da wir aber so wenig haben hier auf dem Kanal bis jetzt, irgendwann wird sich das ändern, aber jetzt haben wir aktuell so wenig, da habe ich gesagt, komm, da nehmen wir die jetzt noch mit in die Wintersaison rein. Ihr könnt es euch aussuchen, aber ihr wisst, denke ich, letztendlich, das sind nur Zahlen. Krone-Bewertung ist klar, ist super, das ist eine absolute Empfehlung mit 6 von 5/6 möglichen Punkten und hier sind wir mit 5 von 5 Punkten unterwegs. Von der Seite aus ist, glaube ich, klar, alles, ich sage immer wieder, alles, wo ich besonders betone, und ich mache das jetzt einfach nochmal, ich nehme die Flasche nochmal weg, alles, was ich besonders betone, ist das hier in der Kategorie Winterbockbiere, das hier, die beiden und die Dose. Wenn ihr Bock habt auf richtig geile Biere, könnt ihr die 5 hier auf jeden Fall in den Einkaufswagen packen. Da macht ihr nichts falsch. Diese sind auf jeden Fall meine Top 5, die ich da habe. Aber wie gesagt, es sind unterschiedliche Bierstile, es sind unterschiedliche Namen. Hier steckt das Wort Winter gar nicht drin, hier auch nicht. Also aus diesem Grund, ja, wisst ihr Bescheid, sucht euch was aus. Jetzt habt ihr eine Top-10-Liste, versucht was damit anzufangen. Die 5 hier sind meine persönliche Empfehlung. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat diese Liste hier gefallen. Jetzt sind wir durch. Die nächste Liste, die kommt, kann ich euch auch schon verraten. Es wird die Liste hell sein. Die Liste helle ist fertig. Die wird wahrscheinlich nächste Woche dann rauskommen. Ebenfalls in der Top 10. Und hier geht es weiter mit den Zweitvideos noch mit den Nachzüglern. Was sind die Nachzügler? Das sind die Oktoberfestbiere. Da haben wir noch 4 Stück. Die werden wir hier noch vorstellen. Ist ja klar, die kommen noch als Zweitvideo raus. Und dann haben wir die auch noch. Das ist so Hackabschorn und so eine Geschichte. Die müssen wir hier noch vorstellen. Paulana ist, glaube ich, auch noch mit dabei. Und genau, das war's gewesen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.